mir auch. Echt? Ja, sicher. Pfeffersteak, ne? Mach dann mal zwei Pfeffersteak. Bei mir ohne Pfeffer. Ja, aber bei mir nicht ohne Steak, also ach, großes. Hey, ich bin gar nicht alleine. Mahlzeit, Leute, ah, herzlich willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein Lost Place Video. Und ja, wir sind hier heute in der Brauerei. Wir waren hier schon seit einer Dreiviertelstunde, bis der Kellner kommt. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Ich würde sagen, wir zeigen euch mal ein bisschen was. Hallo? Ja, könnt ihr mal kommen? Gut. Ja, Leute, wie wir gerade schon gesagt haben, also wir sind hier heute im Brauhaus und ist auf jeden Fall mega interessant. Der Einstieg, der war also, da war zwar offen, aber war schon echt nicht ohne, war ziemlich eng. Aber ja, jetzt sind wir halt hier drin und jetzt gehen wir mal gucken. Also ich weiß nicht, wie nennt man das hier? Das war einfach hier so ein, ja, hier konnte man was essen, ne? Essenssaal. Hier so eine Theke. Ich denke mal, hier hat man sich das ein oder andere Pilz auch mal genehmigt. Sieht eigentlich ganz schön aus hier so, ne? Wenn man jetzt überlegt, dass wenn die Bretter da weg wären. Dann gehen wir hier rum. Alles natürlich wieder verwüstet, ne, so wie man das kennt. Da hinten hat man auch noch Sitzmöglichkeiten. Sieht man hier vorne. Oh, fast ausgerutscht. Überall liegen Scherben. Ich würde sagen, wir gehen einmal da hinten rum. Hier haben wir die Küche. Hinten wurde auch mal das eine oder andere Brathähnchen im Ofen gegrillt. Ich glaube, hier ruft keiner mehr an. So. Gehen wir einmal da hinten durch. Überall liegen Scherben. Ziemlich kühl hier drin in der Bude. Ja, nach oben geht es auch. Müssen wir gleich auch noch mal gucken, wie wir da hochkommen. Wir gehen einmal hier rein. Hier ist noch so ein riesen Saal. Das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil ja, weil das hier mit der Lampe glaube ich nicht ausreicht. Aber ich glaube, das geht sogar. Hier haben wohl die Höhners auch mal gespielt. Da oben ist hier die Bühne. Also ist auf jeden Fall riesig. Wir gehen einmal da hoch. Hier liegt noch Weihnachtsschmuck. Noch so ein Stern. Hier ist eine Lichterkette. Ich wollte immer schon mal ganz weit oben hoch hinaus auf die große Bühne. Endlich geschafft. Ja, wir müssen uns erstmal gleich selber hier zurechtfinden. Wir noch gar nicht genau wissen, wo das hier lang geht. Das ist riesig hier. Haben wir hier die Schatztruhe oder was? Da war der Zong drin. Sicherungskasten bzw. ja, Sicherungskasten. Und ein paar Sicherungen, ne? Gehen wir mal weiter. Alter Schwede, ey. Auf jeden Fall riesig. Das hätte ich zum Beispiel jetzt von außen auch nicht so gedacht. Also die Bühne, ich sag mal, die ist bestimmt 12 Meter lang, vielleicht noch länger. Okay, na gut, das kann ich jetzt leider nicht zeigen. Aufzug-Untersuchungsbuch. Okay.
mega groß hier, ey. Wir gucken mal, was hier nebenan ist. Hier ist irgendwie so ein Aufenthaltsraum. Ich hab Bild schon fast. Ja, mach's mal einen fertig. Ich mach dir einen fertig, weil die rauchen ja nicht da rein. So Leute, jetzt gibt es ja lecker Pilz. Nein, war natürlich nur ein Spaß. Aber das sieht so aus, als wenn noch hier ein paar Leute hausen zwischendurch. Ne? Und das sieht aus, als wenn man da was jemand mit rauchen könnte. Leute, apropos Rauchen, das Thema, das hatten wir ja schon. Da haben wir ja ein anderes Video zu gemacht. Ne? Könnt ihr auf meinem Kanal mal abchecken. Lass uns mal wieder weitergehen. Okay. Hier sind die ganzen Eimer. Ketchup, Senf, Mayo, Mozzarella. Alles am Start gewesen. Vorsicht, nicht neben der Treppe, ne? Dann machst du gleich ein Salto. So. Wir gehen noch mal hier lang. Mal gucken. Hier haben wir auch noch mal so eine, ja, so eine Bar. Hier hat man auch ein paar Pilzchen über der Theke rutschen lassen. Gehen. Jeder, ey. Alter, wie groß diese Halle da ist, ne? Genau. Wie groß die Halle da drüben ist. Ja. Jo. Ja, das war die Küche hier. Auf jeden Fall auch nicht klein. Ich mach mal hier die Funze wieder aus. Da steht nur noch ein Herd, ein Gasherd. Leute, was haben wir hier? Das sieht aus, ich habe sowas schon mal gesehen, es gibt zum Beispiel solche Sachen für Lappen, die macht man auf der einen Seite rein, dann dreht man da dran und da wird dann quasi das Wasser rausgepresst. Ne? So trocknermäßig. Aber schon spielen wir eben in der Haare hier hängen. Okay, wir gehen mal hier weiter. Ne, da ist glaube ich nichts. Wir gucken mal, dass wir irgendwie nach oben kommen. So Leute, da hinten waren wir gerade, jetzt gehen wir hier lang und kommen quasi in die Küche. Jetzt sieht man mal, also hier ist die Küche und hier haben wir nochmal überall Sitzmöglichkeiten, wo man dann, ich sag mal, gegessen hat oder halt auch was getrunken hat und sich unterhalten hat. Aber ich glaube, hier will keiner mehr ein Schnitzel von essen. Also da ist mir ganz so appetitlich aus. Auf jeden Fall mega geil hier, ne? Schon crazy. Kühlschrank. Da hat man zum Beispiel ja, die Teller. Ich glaube, so ein Ding, wo man die Teller kühl halten kann oder auch warm halten. Das weiß ich nicht so genau. Gibt es ja auch in solchen Restaurants, ne? Hier haben irgendwelche Idioten auf jeden Fall schon so einen Polterabend veranstaltet. Alles liegt auf dem Boden. Gibt halt solche Idioten, ne? Nochmal einmal hier rum. Und dann müssen wir eigentlich auch da hochkommen irgendwo. Gehen wir mal weiter. Hier ist zum Beispiel eine Treppe. Thank you.
Das sieht auf jeden Fall mega aus, ne? Hammer. Was soll das hier sein? Ey, was ist das? Das sieht so aus so wie Schaumstoff. Okay. Da waren wir gerade unten. Ich glaube, hier hat auch jemand gepennt. Crazy, wenn man sich vorstellt, dass einer hier so übernachtet. War das Plumpsklo wahrscheinlich. Ja, das war jetzt die obere Etage. Wir gehen einmal da hinten rum. Hier ist auch nochmal ein Sicherungskasten. Ich weiß gar nicht. Könnte auch sein, dass sich hier vielleicht die Leute umgezogen haben, die irgendwas auf der Bühne gemacht haben, ne? Weil da ist so ein Spiegel. Daneben war, glaube ich, auch mal ein Spiegel. Hier ist ein Spiegel. Genau. Wenn die irgendwie Auftritt hatten, so wie ich hier, haben die sich wahrscheinlich hier geschminkt und so was, ne? Ja? Ja, wir kommen gleich. Wir kommen gleich zur Bühne, ja? Genau so lief das ab, genau. Okay. Dann saßen die hier, haben sich geschminkt und da hatten sie direkt ein Telefon. Dann haben die gesagt, in 3 Minuten geht los. So auch große Räumlichkeiten hier, muss man sagen. Ne? Wenn ich jetzt mal hier so stehe, überall die Stühle. Wir gehen mal wieder weiter. Krass. Man muss aufpassen immer, ne? Ein bisschen wegen dem Boden. Leute, hier konnte man auch oben sitzen. Und da hatte man direkt den Blick da hinten auf die Bühne. Guckt euch das mal an. Crazy. Also hier ist der Saal. Und da hinten ist die Bühne. Lassen, weiß ich nicht. Da war nochmal so separat hier, ne? Loge, ja. Dann hat man hier so eine Wendeltreppe. Die geht da runter. Enough.
mehr sehen als ich, aber ich glaube, jetzt hier ganz oben, ich glaube, hier gibt nicht so viel. Alter. Ganz kleine Räume. Vielleicht haben hier irgendwelche, weiß ich nicht, Mitarbeiter dann irgendwie gepennt oder was. Weiß ich nicht. Da war auf jeden Fall so ein Waschbecken bestimmt mit so einem kleinen Spiegel. Das ist bestimmt in allen dreien Räumen, also in allen Räumen so. Ja, das war's hier oben. Wir gehen mal wieder runter. Hier war. Das ist da, okay. Da waren wir gerade. Da sind wir gerade hinten durchgegangen. So, wir gucken jetzt noch mal, ob da hinten noch irgendwas war. Das ist schon ein bisschen crazy, ne? Man verläuft sich auch hier schnell, ne? Sind diese Chips Wasser? Ach, hier ist die Kegelbahn. Erstmal
eine ruhige Kugel schieben hier. Guck mal hier. Alter, ich weiß nicht, was das für Idioten sind, dass die immer hier mit den Feuerbogen spielen, ne? So, hier. Grundstellung. Zack. Und dann konnte man einen abfeuern hier. Lipos ab. So sieht das aus, so eine Kegelbahn von hinten, hinter den Kulissen. Sind weg. Krass, ey. Hat irgendeiner Feuerlöscher von da hinten hier lang gefeuert. Ja, wir wollten eigentlich den Eingang bzw. da, wo wir reingekommen sind, finden. Aber jetzt sind wir nochmal im Keller gelandet hier. In den anderen Räumen, wo wir vorher noch nicht waren. Die Kegelbahn hat man gar nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass hier eine ist. Crazy. So, und hier geht das dann auch wieder raus. Jetzt müssen wir nur leise sein, weil hier könnten Leute draußen sein. Man muss halt dann unbedingt mal sehen. Man wollte sich ja nicht erwischen lassen, wisst ihr, Leute? Sagen wir, machen wieder die Fliege, wa? Ja, Leute, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Also, ich fand es auf jeden Fall cool aus, ne? Von der Einrichtung oben, von den Räumlichkeiten, sah auf jeden Fall cool aus. Wir gucken jetzt, dass wir hier Land gewinnen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ich bin wieder raus, euer Kraft. Ciao! Generator, but I hit you with a mop. Better watch your friends, they quick to turn the odds.